So, Minecraft. Jo, fett. Super fett. Ja, ja. Schiff, schafft er locker. Sogar noch viel mehr. Das ist, glaube ich, kommerziell. Das muss ich dir wieder deinstallieren. $27. Ist doch witzig, oder? Okay, dann ist das die hinten. Nix. Ich hoffe, du bist dann zufrieden mit deinem schönen Rechner hier. Sieht doch cool aus hier. Antec. Mit Fenster. Dass du reingucken kannst. Ja, sogar noch mit zweimal DVI dabei, einmal HDMI, viele Ports. Apro, der ist meiner. Jo. Im Lieferreich platzieren. Mal gucken, ob ihm denn der gefällt. Kassieren. Der neue PC ist toll! Und nur vom Besten drin. So, eigentlich gibt es jetzt nichts Neues mehr, oder? Ja. Ich könnte ihm ja hier noch seinen blöden. Der ist ja inzwischen angekommen. Nicht, dass er sagt wieder. Der Lüfter ist aber nicht so toll. Wo ist er denn überhaupt? Ach, der ist noch gar nicht angekommen. Esports Edition. Ach, der ist noch gar nicht angekommen. Stimmt. Den habe ich jetzt bestellt. Na, okay. Diagnose stellen, reparieren. Irgendwie wird es langsam langweilig, oder? Immer dasselbe. Ist ja fast schon Arbeit. Sieht halbwegs sauber aus. Nimm das Ding mal auf Strom. Gucken wir mal rein. P. P. Muss ich das denn jetzt hier alles per Hand machen? Ah, das hat Tor. Bohrknopf. Tut sich gar nichts. Ich jetzt mal dann werde ich da erst mal gucken, ne? Die Grafikkarte brauche ich, damit ich was angezeigt kriege. Tja, normalerweise würde ich jetzt mal das Ding hier ausbauen.
Beziehungsweise mir hier so ein Molex-Kabel schnappen und gucken, ob da 5 und 12 Volt drauf sind. Und dann wüsste ich, ob das ob das Netzteil heile ist. Aber das kann ich ja so nicht machen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, ob das. Vielleicht ist die Grafikkarte kaputt. Wollte ich doch gar nicht deinstallieren, egal. Ach so, abtrennen hätte ja auch genügt. Dreht sich irgendwas? Ne. Vielleicht ist es ja auch in der Slot, also mal ganz raus das Ding. Dreht sich irgendwas? Ne. Was ist das? Eine. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich will nicht das Seitenteil deinstallieren. Ich will die PSU deinstallieren. Und jetzt kannst du I und guckst auf die Netzteile und dann siehst du, ah, das ist kaputt. Was ist doch Blödsinn, oder? Dann ersetzt du das. Ich schließe jetzt mal die Kabel an. Da siehst du, ob die Gehäuselüfter dreht, reicht schon mal. Damit du überhaupt was siehst, musst du natürlich die Grafikkarte wieder installieren. Wo ich jetzt gar nicht weiß, was da jetzt drin war. Eigentum von, dann wird es das gewesen sein. Habe ich überhaupt das richtig verkabelt hier? Es reicht ihm nicht an Power. Der braucht noch mehr. Vielleicht ist der 250er auch ein bisschen schwachbrüstig, hä? Was sind das für eine Grafikkarte? Da gab es doch dieses Sys-Info-Dingsteil. Und dann habe ich irgendwie im BIOS schon gesehen, wie viel der zieht, oder? 250 ist ein bisschen schwachbrüstig. Nee, sehe ich jetzt nicht. Ich muss das Feuer einmal starten. Sechsundsiebzig Watt ist aber nicht so viel. Wenn man es richtig machen wollte, dann quält man auch noch die GPU und die CPU. Und guckt,
ob die zusammen nicht mehr als 250 Watt ziehen. Ich dachte, das könnte man hier schon sehen. Nee. Verlässt das Ding jetzt und quäl die. Ah, ist jetzt doof. Ich vielleicht die Systeminfo zuerst. Und groß und hier auch ausführen. Tja. Jetzt kann ich natürlich nicht Alt-Tab drücken. Ach, da oben steht doch was. Das ist gut. Leistungsaufnahme 125 Watt. Naja. Das ist ja nur die Hälfte von 250. Also das reicht dann schon. Können wir das abbrechen? Abbrechen. So, und dann müsste man, das wollen wir auch machen, natürlich hier die Sachen wieder deinstallieren. Weil das ist ja sonst eine Raubkopie, wenn ich das dem Kunden wiedergeben würde. So, einmal neu starten. Teile 8 Dollar. Also war wohl gebraucht. Naja. Da kommst du halt billig weg. Freu dich. Die PSU-Halterung muss natürlich nochmal rein. Warte mal. Da sind doch mit Sicherheit noch mehr. So, Herr Autor, ich glaube, das ist der Autor. Hast du dein PC wieder? Gib da 5 Sterne. Ist noch irgendwas Interessantes dabei? Reparatur durch natürliches Handauflegen erforderlich. Der wird mich doch mal interessieren noch, wie der denn aussieht in oder was das überhaupt für einer ist. Hohoho. Ganz schön staubig. Mal gucken, was er mir schreibt. Warte mal, erstmal hier Seitenteil entfernen. Wenn ich ihm jetzt hier die Aura wegpuste mit meiner Pressluft und den einfach sauber mache. Wahrscheinlich wird er sich dann beschweren, dass ich hochenergetische Partikel aus dem Inneren seines PCs entfernt habe. Oder ihm wird auffallen, dass das Ding jetzt viel leiser ist. Und er interpretiert das dann so als und viel besser läuft. Schauen wir mal, was er nicht will. Keine CPU gefunden. Das Ding dreht sich auch nicht. Kaputt. Vielleicht deswegen nicht. Kaputt.
Wieder die CPU kaputt. Tja, was man dazu sagen? Was hast denn da für eine Celeron G3900? Schauen wir doch mal. Kaputt. 2,8, 2 Cores. 3,9. Komm, dieselbe gebraucht. Kann ich wieder nicht. Holen wir das kaputte Ding da weg. Ah, oh, das nervt. Da muss ich erst auf entfernen, um das Ding durchzuklappen. Und dann muss ich wieder auf installieren und dann. Warte mal, hatte ich da nicht einen gebrauchten? Moment mal, installieren. Ne, da war aber auch kaputt. Der Lüfter war aber auch kaputt. Aha, ist etwas hoch. Gut. Der läuft wieder. Mal gucken, was der esoterik Typ dazu sagt. Hoffentlich empfiehlt er mich nicht seinen Freunden. Bin ich da schon durch. 5 Sterne. Kein Kommentar. CPU Übertaktung. Du hast CPU und Hauptplatinen mit Übertaktungsfunktionalität freigeschaltet. Das heißt, du kannst die CPU im BIOS der Hauptplatine übertakten. Hinweis. Komponenten weisen geringe Qualitätsunterschiede auf und zwei Versionen derselben Komponente verhalten sich bei Übertaktung unterschiedlich. Sei gewarnt, dass Komponenten kaputt gehen können, wenn zu viel Spannung angelegt wird und wenn sie überhitzen. Deswegen sollten wir auch nicht übertakten. Macht man die CPU, das RAM 5% schneller, dafür geht sie 20% eher kaputt. Schlechter Deal. Oh. Wie sich herausstellt, ist es nicht rechtmäßig, wenn man ein paar hundert Kultfilme zum kostenlosen Download bereitstellt. Ach was. Völlig unverständlich angesichts der Tatsache, dass man die nicht mal mehr auf DVD oder so bekommt. Naja, die kümmern sich doch, die haben dich wahrscheinlich abgemahnt. Braucher-Upgrade arbeiten. Kann ich nicht Angestellte einstellen, die das für mich machen? Langsam wird es irgendwie echt langweilig. Mein PC ist kaputt. Ich hatte nicht begriffen, dass es Klammern für die REM-Bänke gibt. Und wohl zu viel Kraft angewendet. Sieht es ein bisschen öder aus da drin. Vielleicht würde ein paar Kunststoff-Weißkabel das alles hübscher machen. RAM ersetzen. Was hast du denn für ein RAM? Sheen Titan. Hab ich da nicht noch einen von? 8 GB. Ist eh kaputt, tschüss. Chin Titan.
Kann ich dir den reintun? Für 250. Was soll ich dir denn dann auf 3,7 bringen mit 250? Die müsste ich dir austauschen. Und die taucht auch nichts. Nee. Ich kann die auch mal ablehnen. Mal gucken, was passiert. Ob ich nur ein Sterne Dings krieg. Der hat wenigstens 1000, da kann ich dir auch 4,1. Es ist zwar ganz schön heftig. Muss ich mal gucken, habe ich noch eine super schnelle Grafikkarte? Die Golden. Ich habe noch ein paar benutzte. Also, ich hau dir da eine Golden rein und ein i7. Ja, das kann ja so nichts werden. Schon mal bestellen. Eine Grafikkarte, eine Golden. Und eine i7. Ich glaube, der K war noch ein bisschen besser. Gott. Ne? Haben wir noch neue Teile, Levelaufstieg, andere Chipsätze, RAMs, Wasserkühler, automatisches Abstandwerkzeug. Ja, es ist da alles irgendwie. Vielleicht mache ich noch mal eine Wasserkühlung, das ist vielleicht noch mal lustig. Ansonsten wird das alles irgendwie ein bisschen. Was war mit dem? Da ist noch ein Platz frei. Ja, denn so langsam wird es irgendwie langweilig. Immer dasselbe hier. Seitenteil abschrauben. Gucken, ob es sauber ist. Guck mal, MSI sogar in der Slotblende. Der will mehr RAM. Wie viel hat er denn drin? Dominator Platinum. Kriege ich so gar nicht raus, oder? Öffnen, raus, doch gerade so. Dann ohne 16er rein. Ich das da rausgezogen.
Schauen wir mal, wie viel er denn hat. Wie viel soll das werden? 2327. Oh, kommt auf komische Ideen. Naja, kennen wir ja schon. Müssen wir warten. Steht dann noch so auf dem Flur. Nix. Was war mit dem hier? Luftkühle ersetzen. Ah ja, da war ihm nicht gut genug. Den habe ich doch schon im Shop bestellt, oder? Ja. Ja, und jetzt neue Aufträge. Den habe ich gerade in der Mache. Den habe ich auch in der Mache. Der ist auf dem Transportweg. Auf dem Transport. Da kann ich heute gar nichts mehr machen. Also ich kann bestellen. Na, ich kann gucken, ob der hier, ob ich den mit einer gebrauchten Grafikkarte irgendwie noch hochkriege. Den Gebrauchssachen hat eigentlich nichts. Was hat denn überhaupt eine Grafikkarte drin? i5 ist ja so schlecht nicht. Und die ist auch nicht so schlecht. Dann hat ein R9280 3G. Naja, der ist mit 1471 nicht so gut dabei. Vielleicht braucht er gar nicht so viel und ich kann ihm dann eine 1060 reinklatschen oder sowas. Schauen wir mal. Ups. 2176 und wie viel soll es sein? Na, 200 mehr. Hm?